Ballannahmen mit Rücken zum Tor 4. In dieser Übung trainieren wir Ballannahmen mit Rücken zum Tor mit anschließender Wende. Gerade für Sechser, Achter und Zehner ist diese Ballannahme besonders wichtig, um schnell und frontal in eine offene Stellung zum gegnerischen Tor zu gelangen. Dazu benötigen wir zwei Hütchentore im Abstand von 5 Metern zueinander und drei Spieler. Dabei stehen zwei Spieler am Hütchen ganz unten und einer am Hütchen ganz oben. Der Spieler oben kommt entgegen und fordert lautstark den Ball. Das Anspiel sollte zentral vor dem Spieler ankommen. Er führt nun die Ballannahme mit der Außenseite und Körpertäuschung durch. Anschließend wendet er mit dem Trick Sisan-Wende rechts und spielt dem entgegenkommenden Spieler den Ball mit links ebenfalls frontal zu. Achten Sie darauf, dass der jeweils entgegenkommende Spieler vor Anspiel seitlich zum Ballführenden steht und sich umblickt, um im Spiel einen Überblick über die Situation zu bekommen. Zusätzlich sollte der Spieler erst dann entgegenkommen, wenn der ballführende Spieler bereit ist abzuspielen. Nur so ist garantiert, dass die Spieler die Übung im Lauf und nicht im Stehen absolvieren. Achten Sie zusätzlich darauf, dass der Ball nach der Annahme zügig weiterrollt. Die Spieler sollen mit dieser Annahme lernen, den Ball schnell Richtung Tor mitzunehmen und gleichzeitig den Gegner auf den falschen Fuß zu bringen. Variante. Nun bremsen die Spieler den Ball mit der Innenseite. Die Spieler müssen sich dabei kurz vor dem Kontakt seitlich drehen und den Ball mit der Innenseite verlangsamen. Dabei muss der Spieler mit dem Ball Kontakt aufnehmen und zeitgleich nach hinten wegweichen. Anschließend führen sie eine Sohlenwende mit rechts durch.